Rosen sind hier bereitet für unsere Jubelbare nach dem Segen. Die Rose wird heute zu uns predigen, ein wenig buchstabieren. Das Wort Rose für R, reich an Erfahrung, sei dein Leben. Reich an Erfahrung ist eure Lebensgeschichte, ob 25, 30, 40, 50, da können wir einmal erheben. Wer feiert ein Silberne? Bitte um ein Handzeichen. Du auch, nicht nur Sie, Irland. Weil ich feiern gesagt habe, gell? 30 Jahre, aha, 40 Jahre, das wird immer mehr. 50 Jahre Goldene, aha, gibt es dann noch 55? Ah, da geht keiner mehr. 60 geht wieder, Diamantene, ja wunderbar. Gibt es über 60, auch jemand, der mehr als 60 Jahre, wunderbar. Gut, dann herzlichen Dank. Wir freuen uns mit euch, mit reich an Erfahrung ist eure Lebens- und Liebesgeschichte. Vor kurzem stand in einer Zeitung, in Hollywood haben es Schauspieler geschafft, schon 9 Jahre zusammen zu bleiben, skandalfrei. Das ist für Hollywood-Verhältnisse eine halbe Ewigkeit, 9 Jahre. Also ich denke, Hollywood müsste mal nach Hartberg kommen und schauen, was ihr zusammenbringt. Also R, reich an Erfahrung. Wir kommen zum zweiten Buchstaben vom Wort Rose, O. Ohne Dornen geht es nicht. Ohne Dornen blüht hier keine Rose. So manche Dornen habt ihr auch im Leben schon erfahren, ob der Satz gekommen ist, mein, so haben wir das mit dir nicht vorgestellt. Zuerst war es ganz anders. Enttäuschung, Einsamkeit oder Dornen mit Krankheit, Dornen der Sorgen mit den Kindern, Enkelkindern, auch die wollen wir heute alle mitnehmen bei diesem Gottesdienst, die Dornen. Der nächste Buchstabe, S, schenke Liebe, die dir gegeben. Jedem von uns ist Liebe von Anfang an ins Herz gelegt, vermittelt durch die Eltern, Familie und dann durch den Partner. Liebe ist ein gegenseitiges Schenken, Bing-Bong, sagen die Tischtennisspieler dazu. Ihr habt dieses Geheimnis der Liebe hochgehalten. Der nächste Buchstabe E steht für Ewigkeit. Ewig blüht der Sehnsucht Licht. Ob Augustinus, Goethe oder Nietzsche, immer wieder kommt es durch. Alles Glück will Ewigkeit. Es soll dauern. Ihr habt vor 25, 40, 50, 60 Jahren gesagt, ich nehme dich an. Nicht einen Sommer über, nicht bis es einem von uns zu langweilig, zu fad, zu anstrengend wird. Nein, ich nehme dich an über alle Zeiten hinweg, bis einer von uns in die Ewigkeit vorausgeht. Ein letztes noch, der letzte Buchstabe, das N, neue Knospen zum Himmel streben. Eure Liebe hat mitgewirkt, dazu beigetragen, ja, war quasi der Grund, der gute Boden, dass neue Knospen wachsen konnten. Eure Kinder, Enkelkinder, Urenkel, neue Knospen, die emporgewachsen sind. Aber auch in eurer Liebe soll weiterhin Neues wachsen, wie ein Buchtitel lautet, Ehe ist nicht, Ehe wird. Ehe ist immer in Bewegung, immer in Veränderung. Immer in Entwicklung, ist immer ein Wachsen Richtung Himmel. Und dieser Himmel, das wünschen wir euch, möge euch jetzt mit seinem Segen begleiten und tragen. Paare unserer Pfarre, die sich auf die Ehe vorbereiten. Lass sie dich als Ursprung ihrer Liebe erkennen und entdecken. Wir bitten dich, Herr Jesus. Für alle, die es schwer in ihrer Beziehung haben,
dass sie nicht aufhören, sich in der Kraft der Liebe neu zu suchen und anzunehmen.